Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Moonlight. Wir sind hier im Wüstentempel. Jawohl. Im Wüstentanschen. Im Wüstentanschen. Alter Schwede. Ja, und wir werden jetzt neue Gegner kennenlernen. Eine Fusion aus Feuer und Eis macht uns hier scheinbar ein bisschen das Leben schwer, aber das Kind werden wir schon schauen. Was wir brauchen, sind Notizzettel hier von gewissen Gegnern. Und selbstverständlich gibt es auch neue Gegenstände, wie hier zum Beispiel resistentes Glas. Hitze und Sand formen dieses Glas. Isoliert verschiedene Objekte gegen extreme Temperaturen. Das ist einmal ein Plexiglas nach unserer Vorstellung. Wüstenstein. Ein polierter weißer Stein mit einem hohen Schmelzpunkt. Super. Oh, dann hatten wir diese Gegenstände schon. Brennender Staub. Diamant. Was? Diamagnetischer Sand. Was? Sand, der auf magnetische Felder reagiert. Selten, aber ich habe Skulpturen gesehen, die ihn verwenden. Um schwebende Szenen aus Sand zu kreieren. Aha, okay. Den feuerfesten Stoff hatten wir schon und brennender Staub hatten wir auch schon. So, gut. Das zudem. Ein bisschen Wüstensand geht auch durch. Was haben wir hier Neues? Dateneintrag 103. Das jüngste Verschwinden von Mineralien und Werkzeugen aus dem Lager wird nun nicht mehr als Verwaltungsfehler behandelt. Tag für Tag werden unsere Vorräte knapper. Derzeit wird ein Schutzprogramm entworfen, mit dem wir die Eindringlinge aufspüren wollen. Okay, schön für euch. Wir erkunden trotzdem brav weiter. Noch haben wir keines dieser komischen Viecher gefunden. Hoppala, wow. Aber dafür haben wir hier was Neues. Ist das jetzt... Feuergelee. Sehr gut. Eine Gelee-Variante, die ständig in Flammen steht. Vom Wüstenschleim hinterlassen. Ob das Zeug genießbar ist? Ich hoffe es, weil sonst können wir keine neuen Tränke brauen. So, und nächster Raum. Wow, hopp. Wo zum Geier? Das frage ich mich jetzt aber echt. Sind diese rollenden Viecher? Die müssen sehr weit im Dungeon fortgeschritten sein. Super. Wir brennen, wir brennen, wir brennen. Was mich auch brennend interessiert. Ja, der war jetzt schlecht. Gibt es dann wieder Räumlichkeiten, wo wir runterstürzen können? Ah, da ist einer. Wo wir runterstürzen können? Ich habe keine Ahnung. Zack. Yeah, der hat Notizzettel. Ah, ich verstehe schon. Das ist quasi die vereinfachte Form von den Viechern, die wir sonst umgehauen haben. Ja, das würde so einiges erklären, ne? Erst Notizzettel haben wir schon mal, das ist schön. Das freut unser Heldenherz. Da haben wir gleich den nächsten. Achso, das ist wieder so einer. Der aufgeht, der hat keine Notizen. Aha, das ist ein anderer Gegner, okay. Dann wundert mich das nicht, dann wäre es vielleicht schon gegangen, wenn es denn die richtigen Gegner gewesen wären. So. Zack. Mal schauen, was wir hier drinnen haben. Und zwar, wir haben hier wieder etwas Glas und Kaltlava. Lava, die rasend abkühlt, die rasend abgekühlt worden zu sein scheint. Beim Anfassen eiskalt. Interessant. Und auf zum nächsten Raum. Zack. Zack, zack, zack. Hui. Dieses Feuermagelein da ist etwas, ja. Da drüben ist er. Ich krieg dich. Ein Schlag. Sehr, sehr gut. Da können wir runter. Ich schau mal runter, ob was gibt. Nein. Das scheint dann recht selten zu sein, dass man runter darf. Lalalala. Wir werden es herausfinden. Ja, das wäre so ein Steinchen, glaube ich. Nein, es ist nicht. Die sind enttäuschend echt ähnlich, sich allesamt. Geht's hier weiter? Nein. Dann
Quatsch, haben uns. Ich habe vergessen. Habe ich vergessen, Tränke auszurüsten? Bin ich bescheuert? Ja, ich bin bescheuert. Schön. So, was haben wir hier? Eine Sache ist klar. Diese Dungeons wurden so entworfen, dass man sie plündern kann. Aber es gibt eine Anomalie im System, die dem entgegenwirkt. Die Wachen. Sie handeln selbstständig ohne eine Hand, die sie führt. Ihre einzige Aufgabe ist der Schutz der Schätze im Dungeon, was den Sinn und Zweck der Dungeons widerspricht. Ich schätze, was auch immer die Wächter hier platziert, ist unabhängig von dem, was die Dungeons erschafft. Schön. Sonst scheint sie nichts zu geben, hm? Dann gehen wir wieder. Jetzt könnten wir uns erdreisten, das zweite Abteil zu betreten. Ich werde nur vorher kurz heilen gehen. Und platsch! Ja! Lalilalila! Sehr gut. Halt, darüber. Ja. Dann schauen wir uns einfach die zweite Ebene an, ob wir die überhaupt überleben. Und ja. Hoffen wir dann mal das Beste, ne? Dass wir so ein paar von diesen Viechern anfinden. Wir sind noch nicht ganz voll von den Items her. Das heißt, wir können es nur ein bisschen ausreizen. Ich muss da gerade. Wow! Der hat schon etwas mehr Power, ne? Aber wir hauen den jetzt einfach mal schön sauber und dann passt das. Was ist denn da getroffen für ein komisches Seil? So, haben wir dich schon, du Kerl. Was ist das denn für ein Seil? Wüstenstrick. Schön. Der kann was? Ein Seil, das kein Feuer fängt. Wer auch immer den Wüstendungeon einst bewohnte, muss ein erfolgreicher Erfinder gewesen sein. Super. Der hat hier das aus dem nicht brennbaren Stoff gemacht. Das würde so manches erklären. Boah, das ist ein komischer Würfel. Auf jeden Fall auch nicht das, was wir suchen. Ui, wir sind am Verrecken. Zerstört den Gegenstand bei Rückkehr. Rückkehr werden wir jetzt auch gleich machen. So, wir werden uns nur schnell durchlesen. Stofffärbemittel. Farbstoff, der jeden mit ihm in Berührung kommenden Stoff feuerresistent macht. Mhm, da haben wir schon. Die Gegenstände des Wüstendungeons sind wahrlich interessant. Ich habe nichts zum Heilen. Ich werde es den Dungeon schnell verlassen. Wir gehen zurück zum Eingang des Dungeons hier. Also von der Ebene, also da. Und boarden uns fix raus. Das kostet hier ein Vermögen 18.000. Ui! Okay. Yay, das ist ganz schön teuer. So. Bringen wir uns mal kurz in Sicherheit. Dann schauen wir uns hier weiter um. Boah, ey. Und Tränke brauche ich auch. Dann noch kurz Karte schauen. Wir haben jetzt noch eine Nacht, um ein paar Notizzettel zu finden. Puh. Und dann nachher noch mal eine Nacht. So. Dann schauen wir mal, ob hier überhaupt noch irgendwas Platz hat. Nee, das willigst du ja gar nicht. Okay, das hat alles nicht unbedingt mehr Platz. Wir werden vielleicht versuchen, die Truhe bald zu vergrößern. Was zum Beispiel sind das alles für Gegenstände? Das habe ich gar nicht gelesen. Flüssigkeitskondensator. Ein Leiter, um Flüssigkeiten, insbesondere Lava, zu transportieren. So designt, dass während des Transports keine Hitze verloren geht. Aha. Und entflammbare Flüssigkeit.
leicht entzündlich. Nee, hätte ich jetzt nicht gedacht. So, hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Hättet ihr es gedacht? Ich glaube nicht. So, wir gehen zum Tränkebrauer. Brauerin. Aha, da gibt es was Neues. Shop vielleicht? Tatsächlich. Zusätzlicher Platz für deine Gegenstände. Bin schon hin und her gerissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Na, lassen wir das mal. Du mal schön sammeln. Wo kommt der Hund jetzt her? Ja, Hundi. Ein Dieb. Ich seh dich, du Gauner. Rennt da einfach so ein Gauner herum. Tränke bitte. Gehen die schon? Tatsächlich. Kosten halt eine ganze Stange Geld, ne? $2.849. Das heißt, sie müssen mindestens 3.000 für den Trank verlangen pro Stück. Mindestens. Dann machen wir auch noch 10. Das passt. Und dann können wir den neuen Trank gleich mal verkaufen. Zwei und ein Pack von den Älteren nehmen wir mit. Probieren wir es mal so. Okay, da geht nichts, da hat nichts, da nichts, der Platz da. So machen wir das. Da sind wir ein bisschen geschützt. Ich hoffe, dass wir auf diese Weise die zweite Ebene recht gut überstehen. Aha, er hätte auch was Neues. Unser Schwert wahrscheinlich auf der Suche nach neuer Ausrüstung, Glena. Hier, ne, die Sachen. Aber ich glaube, da wird noch nichts wirklich gehen. Hier, das wäre unser nächstes. Da fehlt uns sowieso noch was. Schon schöne Buttermesser, oder? Vor allem das schaut schön aus. Speertechnisch. Faustwaffen. Bogen. Der schaut halt auch nice aus. Weil geht halt nichts. So. Moment. Da. Ich dachte schon, wo ist unser Portal hin? Alter. Ich habe es von unten gerade nicht gesehen, deshalb. So. Jetzt haben wir halt den Vorteil, dass wir diese Gegner nochmal besiegen können. So, was wir auch tun werden. Hallo! Wow, den haben wir schön zerlegt. Hier, voll cool, da rennt ein kleiner Skorpion rum. Könnt ihr den sehen? Den da? Oh, ich habe ihn zermatscht. Das war ein Unfall. Zack, 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 zack. Autsch. Zack, 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 zack. So, weg mit dem Ungeziefer. Dann darüber. Das brauchen wir noch nicht. Darauf. Ah, da haben wir wieder so einen. Das ist so eine Kugel.
Alter, da komme ich gar nicht dran. Wow. So, halt. Mist. Hoppala. Autsch. Autsch. Das ist aber nicht sehr nett. Hab dich erwischt. Alter, das war zu spät. Geister kaputt. Viel besser geht das hier gerade, ne? Jetzt haben wir einen Indiz für uns. Sehr gut. So, was haben wir da drin? Flucheffekt wird aufgehoben. Das sparen wir uns auf. So und so. Und nächstes Räumchen. Alter. Alter. Schnell mal was trinken. Komm daher, du komischer Ball. Passt, erledigt. Wow. Alter, falsche Richtung runtergefallen. Gefallen. Ui, was haben wir denn da? Magisches Werkzeug. Ein Instrument, um magnetische Felder um bestimmte Materialien mit der ausgewählten Polarisierung zu erzeugen. Ja. Das steht hier so. Ja. Das hat nicht jeder. Bist du wieder was zum Kaputt machen? Ich glaube nicht, ne? Ich wurzel kurz runter. Nein, das ist nichts. Dann gehen wir hier rauf. Hallo. Und da geht's weiter in die nächste Abteilung, wo ich mir gar nicht sicher bin, ob man das machen soll. Wow. Ich fürchte, dass wir diese Notizzettel nicht zusammenbekommen. Nein, das ist wieder nichts. Meine Tränke sind jetzt allesamt verbraucht. Ich hätte auch die Stärke mitnehmen sollen. Jo. Machen wir es nochmal gesund. So, dann hier rauf. Wow. So, den haben wir auch geschafft. Oi, oi, oi. Okay, das ging dann doch einfacher als erwartet. Zu meinem Erstaunen. So, was haben wir da drin? Ja, aha, gegen Opera. Das wollte ich nicht. Gegenstand sofort nach Hause schicken. Das würde hier für den vielleicht passen. Opera, das wollte ich auch nicht. Da. Alter. Ich glaube, jetzt habe ich Scheiße gebaut. Und zwar richtig große. Naja, so sollte das eigentlich gerade nicht ablaufen. Egal. So. Nein! Alter, machen wir es halt so. Egal. Nein. Ich kann das jetzt nicht mehr, echt. Was läuft denn da jetzt schief? Alter, schick das Klump nach Hause. Ich muss ja nach Hause. Das ist so bestimmt. So, Alter, voll vergeigt. Ich bin mir jetzt sicher, ob ich den da schaffe. Den Boss da oben. Könnte die Nummer zu groß sein. Ich werde noch den Raum hier probieren. So.
Das sah gut aus. Ich weiß nicht, ob da was... Ah ja, da gibt es was. Sehr gut. Okay, das sammeln wir ganz fix ein. Passt. Gut. Dann gehe ich hier mal wieder weg. Ich glaube... Wir könnten uns theoretisch wieder zum Eingang begeben. Ich fürchte, dass wir mal hinkriegen, dass wir alle Notizzettel finden, was sehr schade ist. Ah, da hätten wir vielleicht wieder einen. Das ist gar nicht so einfach. Vielleicht wollte ich da rüber. Super. Sehr gut. Und noch ein Notizzettel 3. Ich glaube, jetzt haben wir 4, ne? Okay, steht hier vielleicht noch was Neues? Endlich konnte ich mich mit eigenen Augen vergewissern. Am Ende jedes Dungeon lauert eine riesige Bestie. Ich würde mir ja zu gerne genauer ansehen, was sie bewacht. Was? Echt jetzt? Zu gerne, was sie bewacht. Aber etwas anderes hat mich heute beschäftigt. Ich habe eine neue Kreatur neben dem erwähnten Koloss entdeckt. Sie hat mich einfach ignoriert. Also war sie wohl keine Wache. Sie sah aus wie eine kleinere, orange Variante des grünen Monsters. Oje, das Monster, das mich jagt, wenn ich zu lange in einem Dungeon war. Warum taucht dieses Vieh überhaupt auf? Sollte man mal herausfinden. Aber diese kleine, orange Kreatur, einen Schatz hat sie nicht bewacht. Hat mich nicht einmal bemerkt. Was in aller Welt hat sie da unten verloren? Oje, das grüne Viech kommt gleich. Ich glaube, wir hauen ab. Ja, wir hauen ab. Ist gut. So. Passt. Zurück in die Stadt. Vielleicht haben wir noch Glück. Ich meine, 6 werden wir wahrscheinlich nicht mehr kriegen. Es hat schon viel 10 Notizen, ne? Wir können nicht mal rein, raus, gescheit und resetten. Es ist etwas schlecht. Die eine Mission schaffen wir, glaube ich, nicht wegen einem Tag. Schade. So. Was haben wir hier? Entflammbare Flüssigkeit. Okay. Da sind wir voll, echt? Na gut. Wir könnten das verkaufen. Selbstverständlich das. Den Trank behalte ich schon mal für uns. Das Rodel, das hier. Dann schauen wir da unten. Die brauchen wir jetzt. Das Schwert möchte ich gern behalten. Das möchte ich gern für uns modifizieren. Titanen-Großschwert. Nicht schlecht. So. Die rüste ich gleich mal aus für uns. Dann schauen wir gleich noch, ob wir noch irgendwas Brauchbares hätten. Das da. Ja. So, für die Sale-Kiste habe ich momentan nichts übrig. Ja. Müssen die Leute zufrieden sein mit dem, was wir haben. Dann machen wir da mal auf.
Wir stellen uns gleich mal hier an, denn unsere Kundschaft kommt. Bitte schön, haben wir alles geschafft. Gern geschehen. Allerdings schaut es für unseren nächsten Kunden schlecht aus. Hätte ich was platzieren können, also doch. Sehr witzig. Muss ich dann gleich machen das nächste Mal. Ich dachte, da geht nichts. Ich bin rundherum. Wow. Halt! Alter, geh weg! Ich bin rundherum gelaufen und das hat irgendwie nichts geholfen. Das werden wir gleich mal einen Preis ansetzen, das Stück von 500. Danke für den Einkauf. Danke für den Einkauf. Danke für den Einkauf. Da oben können wir gleich was Neues platzieren. Ich würde sagen, als neues Highlight haben wir das hier, diese Flüssigkeit, würde ich sagen. Ich würde sagen, machen wir mal 1000er pro Stück. Und da freuen sie sich. Danke. 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 So, können wir schon das nächste hinstellen. Gleich mal ein Trankerl und sowas. Das geben wir hier. Ich würde sagen, auch 500er Stück. Fangen wir mal so an. Da drüben können wir es hin platzieren. Das hier und das hier. Und ich würde sagen, das da. Können wir vielleicht den Preis erhöhen? Ich würde sagen so. Halt! Ich sehe dich auch gar nicht. Gut, da ist jemand mehr als glücklich. Das haben wir viel zu billig hergegeben. Okay. Das müssen wir auch wissen. Dankeschön. Dann würde ich sagen, hauen wir das rein. 2000 ist billig. Ich würde sagen 2400. Dann können wir da noch was hergeben. Ui, das wäre sauer. Da ist jemand sauer. Mit den 5000 sind nicht einverstanden. Das mit 3000 wissen wir nicht. Wissen wir auch nicht. Das Blatt können wir hingeben. So. Ui, ein Auftrag. Und zwar Landschaftsnotiz nochmal. Ja, wir haben 3 Tage Zeit, das geht sich aus. Ui, da freut sich wer. Haben wir auch zu billig hergegeben. Schön, gut zu wissen. Zu wissen. Schön. So, das gehen wir her. Wieso habe ich da ein 5er-Stack mitgenommen? Weil ich bescheuert bin. Ja. 600, wissen wir nicht, ob es reicht, ob es zu wenig oder zu viel ist. Werden wir bald sehen. Da freut sich wieder wer. Das ist schön. Hallo. Dankeschön. Ja, bitte. Sie hätten gern. Modifizierte Samen. Können wir machen. Gerne. Habe ich noch welche? Ja, die behalte ich gleich auf. Die gebe ich nicht her. Stoff-Franklin-Notizen. Ja, können wir machen. Das war jetzt, glaube ich, im neuen Dungeon, oder? Aha, die Blätter sind zu teuer, glaube ich. Ja. Gehen wir runter auf 300. Und das Holz können wir von mir aus. 100 passt. Machen wir mal 140. Da ist jemand enttäuscht vom Holz. Ui, das habe ich zu teuer reingegeben. So. Da ist jemand sehr erbost. Das liegt dann wohl an denen hier. Dankeschön.
So, was gehen wir da noch hin? Da können wir noch dieses Wasser hingeben. Ja. Ui, da ist jemand. Da ist jemand alles zu teuer. 4000 zu teuer. Dankeschön. Dann können wir hier noch das hin platzieren. Mal schauen. Da hat jemand was genommen. Dankeschön. Dankeschön. Ich glaube, das ist immer noch zu teuer. 30 das Stück besser. Dann haben wir da oben noch Platz. Können wir den Trank nochmal. Dankeschön. Dankeschön. Und sie, die eine Frau, da macht mich verwirrt. Also ist unsere Angestellte, ich bin deppert. Hat die nicht vor eine andere Frisur? Dankeschön, tschüssi. So, da können wir nochmal, da können wir das hin. Da können wir es mit 1100 probieren. So, passt. Geschafft für heute. So, ja, das war im Großen und Ganzen jetzt ziemlich erfolgreich, würde ich sagen. Und ein neuer Rekord, glaube ich. 196.575 haben wir heute verdient. Das ist echt nicht schlecht. So. Der modifizierte Samen kommt auf der Stelle in unseren Beutel hier. Dann, stimmt, ich kann mal ausräumen. Falsches Ding hier. Ich könnte mal ausräumen. So. Alles, was jetzt nichts mit Missionen zu tun hat. Schauen wir mal, ob das hier noch Platz hat. Nein, das wollte ich nicht. Gut, mehr haben wir nicht Platz. Was haben wir hier noch Platz? So, gut. Wir brauchen jetzt, wenn wir Glück haben, kriegen wir noch ein paar von diesen Katamari-Golem-Notizen. Dann brauchen wir Landschaftsgärtner-Notizen wieder. Modifizierte Samen haben wir. Also wir müssen schauen, dass wir die beiden zusammenkriegen. Das wird mehr als schwer. Ja. Kohle hätten wir jetzt genug. Wir könnten jetzt unser hart verdientes Geld wieder ein bisschen ausgeben. Ich habe nur keine Ahnung, ob es schon reicht für unsere Rüstung. Mal schauen. Ja, dann können wir schon mal aufbessern. Leben. Ich glaube, das machen wir. Sonst glaube ich, geht nichts. Dann nehmen wir den gleich. So. Dann schauen wir. Der geht noch nicht, da brauchen wir ein bisschen mehr von diesen Teilen. Wir haben hier dieses Titanenschwert, ne? Dann müsste man zuerst das hier bauen. Dann können wir da unten das machen. Das würde gehen. Dann würde das Flammenschwert auch fast gehen. Das macht halt echt viel Damage, ne? Ist egal, lassen wir es mal, wie es ist. Gut. Das haben wir ausgerüstet, ich möchte es verzaubern. Der wäre auch gut zu kaufen. Shop.
Das wäre echt nicht schlecht. Wie teuer ist eigentlich diese? Oh. Jöi. Ah, das ist halt dann richtig groß, ne? Okay. Na, dann wäre vielleicht die große Truhe nicht schlecht. Die gönnen wir uns noch. Ja. Die wäre aber auch nicht schlecht. Gönnen wir uns auch noch. Nein, gönnen wir uns nicht. Verzauberung ist wichtig. Wichtiger. Schwupp, schwupp. Wir haben jetzt 5 bessere Tränke. Einmal verzaubern, bitte. Was dachte ich schon, das geht nicht. 64.000. Ja, ja, das kostet schon ein Vermögen. Das werden wir nicht verzaubern lassen. Müsste passen. Tränke mache ich momentan jetzt auch keine. So. Das müsste uns jetzt schon schön Schutz bieten. Ja. Nein, das restliche Geld möchte ich nicht ausgeben. Hui. Hä? Landschaftsgärtner-Notiz, wo kommen die jetzt her? Also wenn uns das Glück jetzt nicht in die Hände spielt, weiß ich auch nicht. Haben wir eine Sau jetzt gerade? Hat die da... Wurden die gerade weggeschmissen? Ich bin gerade voll verwirrt. Naja, und so ist egal sein. Wir gehen wieder zurück in den Dungeon, weil jetzt haben wir genug Landwirtschaftsblabla für den momentan letzten Auftrag, ne? Also der, was am weitesten weg ist, zu erfüllen. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir 6 von diesen Kügelchen da vernichten. Oh, ich habe Überlänge. Wir müssen den Part beenden. Ihr Lieben, wir machen im nächsten Part weiter. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche ich einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!